Red Kitchen. Red Kitchen. Red Kitchen is hot. Willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und heute möchte ich mit euch eine Pizza backen. Ich habe zwar schon ein Pizzarezept drin, aber auch den kritischen Stimmen gehe ich natürlich nach. Und jetzt habe ich die Pizza optimiert. Ich habe ein paar Sachen verändert und die will ich euch heute zeigen. Als erstes habe ich mir angeschafft einen Pizzastein. Das ist ein Schamottstein. Der kommt dann im Ofen auf den Rost drauf und darauf wird die Pizza gebacken. Also ihr seht, ich habe viel rumprobiert. Den darf man auch nicht abwaschen mit Spülmittel und den kann man im Internet kaufen. Der ist auch gar nicht teuer, aber dann wird wirklich aus der Pizza eine Steinofenpizza. Wichtig ist, dass ihr halt den Herd hochschalten könnt, also 250 Grad ist optimal. Dann habe ich noch was geändert und zwar Mehl. Das ist Typ 00. Das kauft man beim italienischen Feinkosthändler oder ich habe es auch schon in gut sortierte Supermärkte gesehen. Ich mache das immer aus einem Kilo Mehl. Dann haben wir ein Päckchen Trockenhefe. Wenig Hefe nehmen und dann braucht man 8 Gramm Salz. Und dann eigentlich nur noch 600 Milliliter so lauwarmes Wasser. Das gieße ich nach und nach rein. Und dann, ich arbeite lieber mit der Hand, knete ich das zu einem Teig. So ist jetzt der Teig optimal. Also der Handschuh ist fast sauber. Ein bisschen Wasser ist übergeblieben. Also immer so nach und nach das Wasser einarbeiten und dann entsteht ein elastischer Teig. Jetzt muss natürlich der noch gehen. Ich decke ihn ab, damit er nicht austrocknet. Und dann sehen wir uns wieder, wenn der das Volumen vergrößert hat. Mein Teig. Der müsste schön aufgegangen sein. Schauen wir mal nach. Wunderbar ist der. Dann habe ich mir hier einfach Zutaten zusammengestellt. Das macht natürlich jeder, wie er will, was er gerne auf die Pizza drauf haben möchte. Da sind ja keine Grenzen gesetzt. Und dann hole ich mir den Teig portionsweise raus. Den Backofen habe ich auch vorgeheizt auf 250 Grad und den Pizzastein habe ich reingelegt, der soll natürlich auch heiß werden und Temperatur bekommen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, also ich mache immer so eine urige Möglichkeit, da ziehe ich den Teig einfach aus mit der Hand, weil die einen wollen einen dicken Rand, die anderen wollen die Pizza ganz dünn und ich kann eben da verschiedene Varianten machen. Der kleine Nachteil ist vielleicht bei dem Pizzastein, dass man natürlich nicht viele Personen auf einmal satt bekommt. Also ich stehe dann meistens in der Küche, bereite die Pizzen vor, backe die und so nacheinander. Beim Set mit dem Pizzastein ist auch so eine Pizzaschaufel dabei. Lege ich das auf. Dann kommt drauf, und das muss man unmittelbar vorm Reinschieben machen, sonst weicht der Teig durch. Ein bisschen Tomate drauf und das wird jetzt ein Pizzabrot. Nämlich Knoblauch, den habe ich mal klein gehackt. Und dann kommen italienische Kräuter drauf, das ist so Oregano, Basilikum, Majoran, ein bisschen Bohnenkraut. Und so kommt das jetzt in den Ofen
ungefähr 7 Minuten, und da kommt es halt auch auf den Belag drauf an, wie dick der ist, aber so mit 7 Minuten kommt man ganz gut hin. Wer möchte, könnte da auch noch ein bisschen Olivenöl drauf tun. Kommt das rein mit der Schaufel, geht wunderbar ab und dann einfach 7 Minuten einstellen und dann ist die erste Pizza fertig. So, die erste Pizza ist jetzt fertig, meine Pizzapfanne wird dann so wieder rausgeholt und dann zeige ich euch die zweite Variante, da habe ich mir auch wieder einen Teig genommen und da habe ich so ein kleines Nudelholz und das walze ich dann innen aus, dass der Boden dünn wird, lasse aber noch einen Rand, dann kommt das auch wieder auf mein Brett und dann wird das belegt, je nachdem was man drauf haben will, gibt es ja ganz viele Varianten und das macht einfach Spaß, das ist gesellig und zum Beispiel für einen Kindergeburtstag kann natürlich jedes Kind die Pizza selbst belegen und das ist ein richtiger Party-Gag. Also macht es nach, in der Anschaffung ist der Pizzastein, bewegt sich so um die 25 Euro und das ist wirklich eine Investition, die sich lohnt und backt es nach, dann kann ich euch überzeugen, dass das wirklich eine tolle Pizza ist. Bis zum nächsten Mal. Red Kitchen. Red Kitchen. Red Kitchen is hot.